guten Tag. Mein Name ist Jean-Pierre Krämer und das ist ein, ich denke im Titel stand da schon ein sehr krasses Video. Also es ist wie folgt. Wir erinnern uns an dieses Video. Und dann kann ich Farbe aussuchen, alles aussuchen. Du suchst dir jedes Detail aus. Ehrlich? Für 200? Genau. Da war ich sehr beeindruckt von meinem alten Freund Thomas. Und ich wusste, dass er tolle Sachen baut und tolle Sachen macht. Und was danach passiert ist, war wirklich etwas, wovon ich immer geträumt habe. Denn Punkt 1, ich war sehr beeindruckt von seinem Handwerk und wie die Autos gebaut wurden und wie die Autos einfach dort gemacht werden und wie viel Detailliebe dort ist. Und dann fingen wir an zu schreiben per WhatsApp. Und dann habe ich mich dazu entschieden, dass er für uns, auch ein Auto baut. Und zwar werden wir ein sehr, sehr, sehr krasses und sehr, sehr schönes Auto bauen, was, glaube ich, auch für ihn etwas sein wird, was nicht ganz so normal ist. Es ist etwas extremer in manchen Details, wo wir darüber gesprochen haben. Und das wird, wird wirklich, wirklich, wirklich Wahnsinn. Und ich bin auch sehr, sehr, sehr stolz. Und ich habe das Basisprojektauto auch noch nicht gesehen. Ich will auch noch nicht verraten, was es ist. Also man weiß, also ihr wisst es noch nicht. Oder stand es im Titel? Das ist immer die Frage, wir wissen es nicht. Doch, wahrscheinlich stand es im Titel. Wahrscheinlich schon. Scheiße. Aber teilt es mit mir mit. Weil in dem Moment, wo wir, ich erkläre das eben mit dem Titelproblem. Weil in diesem Moment drehen wir das ja. Ich habe das Auto ja selbst noch nicht gesehen. Das heißt, ich will es mir ja selbst nicht kaputt machen. Genau. Ja, natürlich weiß ich, was für ein Auto es ist. Und ich habe auch hier das Kennzeichen schon von diesem Auto. Und seht ihr das? Das mit H-Kennzeichen. Und nach unserer Recherche wird es der erste sein mit H-Kennzeichen. Echt der erste? Mhm. Also in Deutschland werden jetzt nicht so viele so schnell auf dieses Modell ein H-Kennzeichen geknallt haben. Mhm. Denk nicht, weil ich mir so oft Träume erfülle und denk nicht, weil es so oft so tolle, wertige Autos sind, dass es nicht jedes Mal aufs Neue mir so viel bedeutet und so besonders ist für mich. Denk das nicht, dass ihr auch denkt, ja komm Cremo, jetzt ist wieder so, ja, Traumerfüllung hier und da. Aber ganz ehrlich, ein Auto wie dieses mit 0 Kilometern nach deiner Wunschkonfiguration innen und außen im Jahre 2021, das ist nicht ziemlich, das ist nicht normal. Das ist sehr, sehr besonders. Und ja, wir sind bei der Firma APK Design. Wir sind extra ein bisschen zur Seite gegangen, weil ich diesen ersten Moment, wenn wir so anfangen zu drehen, weil es wird eine Videoserie sein, die geht sehr lange. Denn die Bauzeit von dem Auto wird, wie es aussieht, 20 Monate betragen. 20 Monate, yo, okay, das ist schon eine Zeit. Genau, und deswegen wollte ich ganz kurz, das ist irgendwie kitschig, wollte ich mit euch alleine eben reden, ne? Weil wir wissen am besten, wie miteinander umgehen. Und deswegen, jetzt beginnt diese Reise und wir werden diesem Auto keine Schraube drehen. Ich werde mal hier was rumbasteln, so klein. Aber die Firma baut dieses Auto komplett von 1 bis 100 für uns. Okay, krass. Und das ist für mich auch eine krasse Entscheidung, weil ich will euch ja beweisen, was ich kann. Das Ding ist aber, ich glaube, ihr habt verstanden, was wir können. Als JP Performance. Somit ist, glaube ich, auch der Zeitpunkt gekommen, wo wir auch Autos mal von anderen Firmen uns bauen lassen. Und ich denke, das ist auch ganz gut so. Die anderen Firmen bekommen diese Bühne und auch diese Aufmerksamkeit und können zeigen, was sie drauf haben, weil der Grund des Kaufs bei diesem Auto war rein die handwerkliche Überzeugung. Wenn du hier bist und du guckst die Autos an, du siehst die Lackierung, du siehst die Details dann, und du magst die Marke, you gotta have it. Ich kenne jetzt APK Design noch gar nicht. Also APK Design, ich habe jetzt beim Movo gedreht hier. Ja. Also APK Design, ich habe mit dem Thomas zusammen gearbeitet vor ganz vielen Jahren. Okay. Hat er Felgen von mir gekauft. Und dann wurde das stiller. Und dann entstand, da gab es, also mit Sydney, mit Five Star Performance war das. Dann entstand JP Performance und dann haben wir keinen Kontakt mehr sogar. Wir haben uns hier mal da gesehen. Und auf einer Messe habe ich auch mal eine Lackierung einmal von ihm gesehen, eine Rohkarosse lackiert. Und da bin ich vollkommen platt gewesen. Aber ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Ich war so platt, dass ich ihm nicht zeigen wollte, wie platt ich war. Weißt du, kennst du das? Ja, ja. So, weil du bist ja auch ein Tuner und so. Und er sieht gut aus. Ne? Ich so, ja, gut. Und ehrlich dachte ich mir nur so, ja, krass. So unter uns Videografen kenne ich das auch, wenn jemand anders gute Arbeit macht. Ja, und man macht dann so, ja, ist okay so. Und denkst du so, fuck my life. Und soll ich euch noch was sagen? Es tut mir leid, dass ich kurz vorher quatschen muss. Ich muss euch noch was sagen. Und zwar, es ist wirklich verrückt in meinem Leben. Ich darf mir nicht so viele Sachen wünschen, weil fast alles, was ich mir wünsche, passiert. Das ist schön. Es ist schön. Fast alles, was ich mir wünsche, in meinem Leben passiert. Und ich habe mir noch verrückte Sachen gewünscht. Aber es ist auch der Ehrgeiz, den du hast.
Vielleicht, ja. Aber auch mit dem Wandel, den ich gerade durchmache als Jean-Pierre, geht der Ehrgeiz ein bisschen woanders hin. Hm. Der Ehrgeiz geht jetzt auch stark in mich. Wurde auch Zeit dafür. Ja, ja, finde ich auch, finde ich auch. Und ja, jetzt beginnt diese Reise. Also jetzt konnten wir kurz ein ruhiges Vorwort leisten. Und der Thomas hat, glaube ich, auch was zu frühstücken besorgt, weil wir sind relativ früh dran. Plus, wir sind 34 Minuten zu früh sogar hier. Mhm. M4 sei es möglich. Ja. Also, ey, die Fahrt ging so schnell. Hammer, ne? Und wir haben eine neue Playlist. Ja, ey, wir waren voll am Grooven. Richtig am Grooven gewesen. Gut. Ja, was? Hier beginnt die Reise jetzt. Also, ja, warte, komm jetzt. Okay? Ja, du kannst. Ab jetzt gehe ich als Kunde hier rein. Boah, geil! War ein geiler Move. So, ich freue mich sehr. Es werden super viele schwierige, lustige Entscheidungen kommen, weil ihr müsst euch wirklich vor Augen halten, ich kann dieses Auto quasi jetzt neu bestellen. Was für ein Auto, sehen wir gleich. Aber du kannst jetzt alles wählen. Geil. Alles eingetragen, was er dir anbietet. Mhm. Alle Farben, jedes Detail. Boah, das ist geil. Das wird geil, Leute. Das wird wirklich geil. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind etwas zu schnell durchgekommen. Ihr habt ein schönes Auto dabei. Ja, ein wenig. Guten Morgen. Morgen. Hi. Hallo. Hi, moin. Servus. Ich freue mich, dich zu sehen. Ja, ich freue mich auch. Sehr sogar. Sehr, sehr, sehr. Ich würde sagen, wir essen eben kurz was. Ja. Und dann legen wir los. Ja. Bis gleich. Also, wir haben eigentlich schon wieder drei Videos, so gerade privat vollgequatscht, mit Philosophieren und es macht sehr, sehr viel Spaß, mit dir über das Thema zu reden. Danke. Also wirklich, weil es einfach ein unerschöpfliches Wissen ist und man kann so viele Sachen nachfragen und dann geht er einfach an seinen Computer und dann klick, klick, du meinst das? Mm, ja, genau. Oder so, klick, klick und dann kommt das. Hm. Aber wir steigen jetzt ein. Also ich muss mich echt zügeln, dass wir nicht zu viel verraten, wo die Reise hingeht, damit es für euch auch wirklich spannend bleibt. Und deswegen gehen wir zum ersten Schritt über, den ich auch noch nicht kenne. Wir schauen uns unser Basisauto an. Ich habe Fotos davon gesehen. Das Schlimme war, dass die Basisfarbe, wie du mir die Fotos in der Sonne geschickt hast, habe ich mir gedacht, oh, die Farbe ist aber auch nicht schlecht. Dass ich mir schon dachte, okay, die Farbe kannst du eigentlich auch fahren. Theoretisch ja. Also die ist toll. Ja, absolut. Macht keiner aber. Nein. Nein, das macht keiner. Deswegen, komm, wir stehen mal auf und dann gucken wir uns das Auto mal an. Wo habe ich die Kennzeichen eigentlich schon hingeschmissen? Irgendwo da vorne habe ich. Irgendwo da vorne? Ja. Das war auch dein Auto? Ja. Ich war der Meinung, man könnte das mit BMW auch schnell fahren und große Bremse und so. Hat aber nicht funktioniert. Große Vorderachse hast du aber auch. Ja, ja, weil ich eine 322er Bremse vorne hatte. Turbo 993 Turbo. Aber das probiert, aber das ist kein richtiges Rundstreckenauto. Deswegen danach kam wieder ein 64er. Das wird jetzt in den Kommentaren explodieren. Ja, aber das ist schwer. Also wenn du dann 964S gewöhnt bist, das Ding herzunehmen in den 90er Jahren, war das kompliziert. Das Auto war nicht so gut wie 964S, selbst mit allen Aufrüstungen. Okay. Also heute ganz. Glaube ich auch, dass es heute wahrscheinlich Werkzeuge und Möglichkeiten gibt. Wir müssen noch einmal unterbrechen. Das ist ja auch ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich habe auch so ein Ding. Und habe mich sehr stark verliebt in dieses Auto. Ja, ein Klassiker vom Heckbereich wie GTO, die vier runden Leuchten. Das ist das Style schlechthin. Ich musste damals einen 355 haben. Ja. Das war damals wichtig. Sehr, sehr geil. Da arbeite ich schon dran. Ja. Aber der hat mal eben jetzt in den letzten paar Monaten den Preis verdoppelt, ne? Ja. Das ist gravierend. Solche exklusiven Autos, 959, F40 aus dieser Ära, alles in den Himmel geflogen. So, okay. Jetzt bin ich bereit. Also, unser neues Auto auf dem Channel, was nicht von uns umgebaut wird, sondern hier bei APK Design, ist dieses Auto.
war sehr gut geschnitten. Ja. Also jetzt, boah, krass. Thomas? Farbe ist ein bisschen zu gut. Klar, ist Amazonas grüne, wunderschöne Farbe und hier natürlich vom, von der Performance auch sehr schön. Aber boah! Was mache ich jetzt? Oh! Ich finde auch die Farbe ganz geil. Die Farbe kommt woanders noch zum Thema. Ah. Ah. Das ist woanders. Okay. Wir dürfen nicht zu viel auf einmal verraten. Weil es passiert viel demnächst bei uns auf dem Channel. Ja. Aber wir haben ein kleines Problem. Du willst sie so lassen? Nein. Das ist eine perfekte Basis. Das ist das Schöne, eine perfekte Basis zu nehmen. Nichts, was verunfällt ist oder was irgendwelche Mängel hat. Sondern das ist ein Auto, ihr setzt euch da jetzt rein, fahrt eine Runde und habt damit Spaß. Und dann habt ihr den Ursprungszustand und danach geht es los. Danach fangen wir dann an. Der Wagen sieht sehr gut aus. Ja. Boah. Die Farbe. Guck mal in diese Ecke, wenn das Licht hier so drauf scheint. Hat ja auch nicht viel gelaufen. Das ist ja kein Auto, was viel erlebt hat. Ja? Das ist ein Auto, ein deutsches Auto, was nichts groß erlebt hat. Und die Geschichten? 90.000. Na, tolle Wurst. Okay. Die ehrlichen Geschichten, gerade beim Turbo, die sind ja selten geworden. Das sind ja doch viele Fahrzeuge, die bös hergenommen wurden. Aber jeder Nachlacke? Nee, da ist Wasser drin. Wir haben den Wagen gewaschen. Ach so, das ist es. Da ist nur Wasser. Ah, das ist Wasser. Okay. Kante. Ah, da, ja. Da ist nur Wasser drin vom Waschen. Das sieht. Gut, die Bremsen hat einer mal übergefiedelt, vollkommen verkehrt. Ja, die sind ja original schwarz. Aber ansonsten nee, auch wie das Porsche da drin. Ja, sieht ja ganz gruselig aus. Schöne Schrift, ja. Sonst ganz ehrlich, ganz original, nichts verändert. Absoluter Ursprungszustand. Und halt auch innen schwarz sind halt auch nicht so viele. Viele haben ja doch andere Lederfarben. Also ein ganz schlichtes, ehrliches Auto. Und das finde ich halt schön, wenn man mit einem guten Material als Basis umgehen kann. Das ist gerade nicht cool, was hier gerade passiert. Doch, das ist... Dieses Auto wollen wir komplett zerlegen. Komplett ist gar natürlich kein Ausdruck. Komplett ist kein Ausdruck, sondern wir reden davon. Ja, so auf Rohkarosse halt. Ne? Alles raus. Ich bist du richtig sicher? Ja, absolut. Ich bin vollkommen sicher. Hast du schon bessere als den umgebaut von der Basis? Nicht so viele, ganz ehrlich. Na, perfekt! Oh, aber danach kann es doch nur besser werden, Kim. Leute, ich finde die Endrohre schon geil. Ja, das ist unsymmetrisch. Das ist, alles ja, keine Reform. Also, optisch ist das schon. Das ist ja eigentlich mein Auto, ne? Das ist dein Auto. Dann kann ich den Auspuff auch an meinen schwarzen haben eigentlich, ne? Genau. Wir können alles links und rechts tauschen. Wie cool. Das Traurige ist, und ich weiß das, und ich denke, ihr könnt auch was einschätzen, ich bin nicht undankbar, überhaupt nicht. Das wirklich Absurde, wo ich mich auch echt selbst schäme, ist, ich habe dasselbe Auto nochmal in schwarz. Und das ist wirklich, da wird es dann, da, ich finde, da muss man schon langsam zweifeln. Aber der Trend geht zum zweiten Auto. Das ist einfach so. Identisch auch, ne? Ja, ja, absolut. Perfekt, dann hat das ja auch geklärt. Ja, okay. Also der hat unter 100 gelaufen. Hat wie viele Hände? Vierte Hand ist er. Ja, ein deutsches Auto. Deutsches Auto, 10.00, ganz klar. Vor allem Volllederauto, schwarz. Das ist immer so toll, was du so für Sachen raus. Ich muss einmal unterbrechen wieder, ich weiß, kriege ich wieder Ärger für. 10.00? Das ist die deutsche Kennung. Das ist die Kennung, dass es ein deutsches Auto ist. Die verschiedenen Länder haben verschiedene C-Kennungen, 10.03, C10 und so weiter für USA. Das ist ein echtes 10.00 deutsches Auto. Deutsche Unterlagen, deutsche Bordmappe, alles prall gefüllt. Also das sind ja so die besten Goodies, dass man die Original-Ledermappe hat, dann das Checkheft wirklich alles gestempelt hat, bis zu dem Kilometerstand, den wir heute haben. Und dann nichts verbastelt. Turbos waren ja doch viel verbastelt, wurde viel verändert. Hier wirklich ein jungfräulicher Originalzustand. Das ist ein sehr schöner. Ich bin gerade irgendwie voll emotional so in mir drin. Ich versuche es gerade ein bisschen zurückzuhalten. Das ist gerade echt ein bisschen krass. Also die Einstiegsleiste sind nicht original. Aber die haben wir jetzt nicht rausgenommen. Das ist schon später ein Prozess. Auch die Original-Turbo-Sitze mit den Wangen. Auch hier kann man schon schön sehen, diese Wangen sind immer schlecht. Ja, immer. Weil die Leute über die Kante rüberrutschen. Und da sieht man halt, wie gut die Autos. Und weißt du, welchen Bereich von Deutschland der so war? Der ist erst im Reich Baden-Baden gewesen, ist dort auch ausgeliefert und ist dann mit dem Besitzer nach Köln gegangen und er hat den Wagen nach Frankreich in seinen Zweitwohnsitz mitgenommen. Hatte dann französische Zulassung, wir haben ihn aus Frankreich geholt, da hatte natürlich in der Côte d'Azur sein ruhiges Dasein gehabt und dementsprechend kein Salzwasser. Aber Côte d'Azur? Ja, aber verschlossene Garage, ach so. Zweitwohnsitz, nicht im Salzwassernebel und so weiter. Und dann haben wir ihn aus Frankreich zurückgeholt. Ja, vernünftig. Wie er ist. Das ist natürlich gut. Alles einmal durchgeschaut und einen Ist-Zustand, Bewertung gemacht, haben keine Mängel. Und dann an so einen Hi-O-Pi wie mich. Nein. Vom Zweitwohnsitz an der Côte d'Azur. Jetzt geht's nach Dortmund. Immer wieder tolle Momente sowas im Leben. Ja, ich sehe schon, du bist emotional ein bisschen berührt, das ist schön. Ja. Das ist auch schön, wenn eine Bindung so entsteht zu so einer Sache. Und hier mit der Base, das ist ja die schönste Geschichte, dass man die Base sieht. Ihr werdet jetzt gleich fahren.
Ich möchte, dass ihr das Auto nochmal fahrt vorher, bevor es dann... Ich fahre ihn einmal, Leute. Und okay. Dann geht es ab, dass er... Und am meisten bin ich ja, wir haben noch nicht einmal darüber gesprochen, live, am meisten bin ich ja geil auf die Idee, die du einmal abends hattest bezüglich dem Motor. Mhm. Also wenn wir das hinbekommen. Ja, das ist der Plan. Das wird ja die Challenge dabei auch. Und ja, da habe ich auch, also wenn wir das hinbekommen. Aber wir reden da nicht drüber. Wir müssen das hinkriegen. Das muss der Plan sein. Dann ist dieses Auto ein sehr besonderes Auto. Ja. Weltweit. Ja, absolut. Oh, das ist ein schlimmes Video. So viele Geheimnisse ist hier. Ist auch so, aber so bin ich nun mal, der Geheimniskrämer. Okay, wir steigen mal ein. Wir machen das Auto sogar zugelassen. Ich drehe durch. Ich wollte gerade sagen, wir machen rote Nummern dran. Nein, das Auto ist zugelassen auf meinen Namen. Ja, es ist schon stark. Es ist eigentlich mein Auto. Es ist gerade ein sehr krasser Moment, weil wir so gut gequatscht haben am Tisch. Gehst du um die Ecke. Hier, dein 94 Turbo, so auf dich zugelassen. Das ist dein Auto. Noch nie gesehen. Ja, geil, geil. Soll ich mal fahren? Ich würde jetzt fragen, darf ich mal fahren? Das ist dein Auto, du kannst jederzeit mitfahren. Aber nur noch bis zu dem Zeitpunkt, wenn er dann zerlegt ist, dann ist vorbei mitfahren. Dann gibt es erst die neue Ära, wenn er fertig ist mitfahren. Deswegen ist diese Vorher-Nachher-Show mir immer sehr wichtig. Ja, voll. Ja, dass man den Originalzustand, keine knarzenden Geräusche. Lernst du alle Kunden kennen? Ja, ja. Die kommen hier hin? Ja, also mindestens einmal. Einmal, ne? Ja, häufig sind die Übergaben bei den Kunden auch. Die sind teilweise sehr busy und haben wenig Zeit. Wir machen das Reporting für jeden Kunden, jedes Auto im Wochenbereich. Das heißt, jeder Kunde kriegt pro Woche seinen Ist-Standort. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat eine Kamera in seiner Gesäßtasche, fotografiert seinen täglichen Arbeitsprozess, schiebt es um 17 Uhr in den Werkstattordner und ich verschicke die Mails mit den Bildern über den Ist-Zustand der einzelnen Fahrzeuge. Somit ist jeder Kunde, der hier ein Auto bauen lässt... Das musst du aber nicht machen. Nee, du wirst wahrscheinlich mehr kriegen. Nein, ich weiß, wie... Du weißt, wie es geht. Ich möchte bloß keinen Stress verursachen oder sowas. Überhaupt. Das ist ein normaler Prozess bei uns. Dann sind die Leute aus der Ferne, die dann in Oslo und Madrid sitzen, die müssen ja nicht herkommen, haben ja nicht die Zeit. Und sind aber informiert, wo stehen wir? Wo steht mein Auto? Mhm. Und können auch noch kurzfristig mit einbilden in diese ganze Geschichte, wenn sie was verändert haben wollen. Und das ist eigentlich eine coole Geschichte. Oh. Oh. Wow. Am Ende gibt es dann USB mit dem Fertigstellen mit 1500 Bildern. Und dann kann der Kunde auch nochmal alles Revue passieren lassen. 1500 Bilder. Oh. Ja, dann hole ich mal meine Kennzeichen. Jawohl. Moment. Verrücktes Leben. Kupplung ist Gott sei Dank nicht so schwer. Aber beim Schwarzen ist die Kupplung echt super, super steif. Sehr guter Zustand. Wirklich. Ja, Mann, der Zustand ist irgendwie sogar zu gut. Aber mit einer guten Basis kann man auch gut arbeiten. Ja. Sehen wir es so. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe noch nie ein Auto gekauft, was älter ist. Und bin's. Das ist ja mein Auto schon. Ich mache keine Probefahrt. Ja, das ist deins. Kannst du dir das vorstellen? Also, es ist ein sehr eigenartiges Gefühl. Also, ich komme mir gerade vor, als ob ich mir ein Auto ausgeliehen habe von ihm. Und wir machen jetzt ein Video. Mhm. Wie ich es mein Leben lang. Ich bin ja ein Auto-Videomensch seit. Keine Ahnung, wie viele Jahren, weißt du? Mhm. Und nein, aber es ist mein Auto. Es ist mein Radio. Ich hab jetzt noch ein Radio. Wusstest du das? Ich habe ja ein Alpine-Radio hier. Ich wusste es nicht. Wenn du es nicht weißt, weiß ich es auch nicht. Dämpfer sind auch gut. Ja, muss jetzt gut einprägen, wie sich das Auto so anfühlt. Weil es wird auf jeden Fall anders sein danach. Das Auto wird einmal komplett anders sein. Mhm. Und jedes Teil. Die packen jedes Teil an, jeden Knopf, jedes nur erdenkliche Detail. Also ihr könnt gerne unter dem Video schon mal anfangen zu diskutieren. Wirklich anfangen zu diskutieren, ganz konstruktiv, was ihr meint, was für eine Farbkombination die richtige wäre, gut wäre. Ich will euch eben erklären, was das Ziel ist. Ich möchte, dass dieses Auto voller Freude und Sommerlichkeit nur so explodiert. Okay? Einfach nur sehr, sehr glückliches, offenes, süßes Auto. Weil der andere 964 Turbo ist schwarz, schwarz. Mit den... Oh! Ey, das gibt es heute gar nicht mehr. Heute wird ein Auto nie so einen Sound machen. Wie süß sich das angehört hat. Ja. Nicht so bum bum, sondern bum bum. Somit sind nur sehr laute Farben okay. Ne? Also, innen wie außen. Mhm. Ihr könnt auch gerne Bilder da drunter posten, was ihr so zusammenbastelt oder sowas oder was ihr so seht. Ich will das wirklich mit euch zusammen machen, dass ihr mir einfach auch Input gebt, weil ich darf mir ja nicht einbilden, dass ich alles weiß. Okay, der Wagen ist noch nass.
sind noch ein bisschen quietschen. Was für ein Klang. Das Sound ist brutal gut. Einfach geil. Nee, aber dieses Auto soll nur gut gelaunt sein und sehr frech sein. Ne? Das Auto ist nicht gedacht, dass es schick wird. Mhm. Nicht. Okay. Nicht. Also kann ruhig ein bisschen drüber sein? Voll. Okay. Ja, also wirklich, wirklich voll. Wir können die Zeit grob messen. Mhm. Mit unserer eigenen App. Echt? Ja. Noch die ist, also grob ist die auf jeden Fall. Also verrückt. Knotter. Das ist echt geil. Das Sound ist geiler als bei mir. Meiner ist lauter. Der macht so bom, 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 bom. Und der macht das schön chillig. Hör mal. Und vor allen Dingen ist es echt, ne? Es ist halt nicht dieses digitale bam, 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 bam. Das ist komplett Zufall. Sondern es ist wirklich Zufall. Und was ich auch merke ist, der ist fast zu gut. Mhm. Er ist wirklich fast zu gut. So, wenn wir gleich auf Autobahn sind, du kannst die große Kamera gleich mal wegmachen, oder jetzt schon eigentlich, und wir nehmen es über die. So, dann haben wir in unserer App, weil es ein Prototyp-App ist, haben wir dieses Ding, nicht da oben drüber sprechen, das ist noch geheim. Mhm. 100, 200. So, und jetzt können wir... Können wir auf Start drücken. Genau, drücken wir auf Start. So, weil wenn wir nicht über die 100 fahren, fängt die Messung an. Das machen wir genau jetzt. Trotzdem. Jetzt zu spät. Oder könntest du noch jetzt zurückfahren? Ich könnte auch, aber es macht ja irgendwann, muss ich ja mal einen Schlussstrich ziehen. Am liebsten würde ich den Wagen hier behalten. So wie er ist. Ist auch sehr gut. Voll. Aber vielleicht finden wir ja trotzdem irgendwelche Mängel. Wird ja auch sehr interessant sein, wenn wir uns erlebt haben. Der wird auf jeden Fall Mängel haben. Aber warum weiß der, wer im Auto sitzt? Naja, man kann hier durchgucken, man sieht die Cab. Naja. Naja, fährt echt fantastisch. Also das Fahrwerk fährt schön, das Auto fühlt sich überhaupt nicht wackelig an, überhaupt nicht alt an. Er fühlt sich eigentlich sehr frisch an. Was gequietscht ist, ein bisschen weniger geworden. Mhm. Im Großen und Ganzen absolutes Traumauto. Und die Reise geht jetzt los. Ich würde vorschlagen, im nächsten Video machen wir einfach mal, damit ihr ein bisschen besser einen Überblick habt, wir machen ein Video, wo wir einfach mal die Gänze der ganzen Möglichkeiten eines 964 Turbo-Umbaus abgreifen. Dass ihr wisst im nächsten Video, was sind die ganzen Möglichkeiten des Umbaus. Ja, weil es ist ja nicht nur Farbe und dies und das, sondern im nächsten Video quatschen wir einfach mal drum, was können wir denn alles machen. Wenn man schon den Aufwand betreibt, alles auseinanderzubauen. Exakt. Und dann geht es auch schon ins Eingemachte, weil dann wird es dann auch schon funky. Für die nicht Porsche intern. Ein 964 Turbo ist ein Heckantriebauto, ne? Ist kein Allradauto. Alle Turbos danach waren immer Allradautos. Und das hier ist ein Hecktriebler noch. Und ja. Man kann auch Spaß mit haben, oder? Hm? Also querfahren geht schon? Schwer. Schwer? Ja, musst du schon sehr gut können, gutes Gefühl dafür haben. Wir können ja mal unsere Rundenzeit... wir sind mit dem 964 Turbo noch gar kein Lassisee gefahren. Mmh. Aber mit dem 992C2. Wir können ja ein, zwei Aufnahmen drauf machen, wo ich quer fahre mit dem 964 von mir, meinem alten. Mhm. Das ist alles andere als stimmt, jetzt. Ich erinnere mich, das war sehr, sehr krass, dass du überhaupt so quer bekommen hast. Heckmotor, Heckgetriebe, Heckantrieb, sehr viel Gewicht auf der Hinterachse. Das ist jetzt nichts wie so ein M4 oder ein M3. Also, das ist sehr, sehr, sehr viel komplizierter als sowas. Schön und irgendwie nicht schön zu... Doch, es ist schön, weil es wird ja besser, das Auto. Aber er ist schon so sehr gut, weil du kriegst so ein Auto eigentlich nicht so gut, so oft. Also es ist eine sehr krasse Startbasis. Allein die Innenausstattung ist fantastisch.
Gott sei Dank ist von meinem Schwarzen die auch sehr, sehr gut. Jetzt habe ich hier so einen kleinen Riss im Armaturenbrett gesehen. Aber hier ist das Armaturenbrett ja dran, ne? Ja. Ist ja hier. Ist fest. Mhm. Hier ist der Kleber auch schon los. Das Ganze so ein bisschen. Genau. Und normalerweise ist das tiefer, das Armaturenbrett. Dann geht das hier so runter und schmiegt sich dann hier so dran. Gerade bei Import-Autos aus Amerika oder sowas, da reißt das halt wirklich sehr, sehr schnell und schnell kaputt. Aber hier ist es noch wirklich in Ordnung. Aber mein anderer 59 Turbo, der hat einen Kunststoffarmaturenbrett. Ich würde aber jetzt nicht anfangen, das zu wechseln. Der fährt aber sehr gut. Also er schaltet wirklich sehr, sehr, sehr schön. Aber noch sehr schwergängig finde ich die Schaltung. Ja, aber Kupplung ist auch schöner als bei meinem Schwarzen. Meine schwarze Kupplung ist sehr, haben wir schon mal drüber gesprochen, die ist sehr bockig. Ich bin aber ehrlich, wir haben Gebernehmer-Zylinder und Stahlflex schon eingebaut. Okay. Weil das war mir auch zu teigig mit dem Kupplungspedal. Weil der kuppelt sehr schön. Ja, wenn du nämlich herkommst und hättest das Pedal, wäre so wabbelig, dann hätte ich gar nicht so. Ja. Und Stahlflex bringt immer eine ganze Menge am Nehmerzylinder hinten. Ja, weil du halt dieses Momentum von dem Fuß oder das geht Auflehen. Halt. Genau, geht halt rein. Und wenn du halt keine Scharfwegsleitung hast, Das erste Momentum geht immer in den Schlauch. Genau. Und das ist das, was du fühlst. Das ist das, was du teigig am Pedal hast. Genau. Und so hast du direkt einen Splash-Raum. Ja, das ist echt toll. Fährt toll. Die Farbe finde ich auch toll. Aber ich würde sagen, wir entscheiden uns jetzt, so wie wir es auch gesagt haben, wir machen das auf jeden Fall. Sonst hätte ich mich fast war kurz davor zu sagen, weißt du was, wir kaufen noch einen. Wir kaufen einen ganz, ganz schlechten und machen das nochmal. Es gibt ja keine schlechten Turbos. Das sind teilweise dann aufgerüstete Autos oder modifiziert oder schon teilrestaurierte Autos. Und das war hier schon ein guter Griff, ganz klar. Und eine schöne, schöne Basis. Das finde ich halt toll. Dass das, was wir vorhaben, als Basis dementsprechend ein gutes Auto zu nutzen. Ich danke dir jetzt schon mal. So, wir sagen Tschüss für Video 1 und dann geht's weiter im Text. Bis morgen. Tschüss. Wir sind noch nicht ganz am Ende, habe ich gerade rausgefunden. Ich bekomme noch ein kleines Geschenk. Und zwar, glaube ich, ist das hier drin. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann mir aber vorstellen, was es ist. Ein Kühlschrank. Nein, wir haben ein bisschen Eis noch eingebaut für den Rückweg für euch, damit ihr ein bisschen schnubbeln habt. Ja, aber ich kann dich ja nicht einfach so gehen lassen, mit einem Auto Abschied nehmen und so weiter. Ist aber, ganz ehrlich, das ist auch ein echt komisches Gefühl. Du kaufst ein Auto, du hast ein Auto, fährst es einmal, die bauen es auseinander und kannst dann wieder nach Hause fahren. Ja. Danke sehr. Danke. Das war günstig. Ja, danke. Also um die Zeit zu überbrücken, habe ich mit dem Henrik Marquardt, einem Freund, der das inszeniert hat, schon mal. Krass. Die originale Farbe? Ja. So wirklich? Ja, Amazonas Grün, so dass das Auto erstmal in Gedanken bleibt, diesmal original aussieht. Ich wollte es gerade sagen, weil so reicht es mir eigentlich schon. So ist es doch schön. So, aber zumindest als Basis. Ne? Das ist nochmal an deinem Tisch. Ich habe gesehen, du hast das eine oder andere Auto am Tisch stehen, deswegen kann der damit sicher gut hin. Der wird aber mit nach Hause kommen. Ja, wie das so richtig ist. Eine andere Bedeutung. Mittlerweile habe ich ja sehr viele Autos auch zu Hause stehen. Ja. Der kommt bei mir auf den Schreibtisch. Cool. Genau so. Geil. Bekommt man denn auch als Kunde auch einen? Ja, das gehört bei uns dazu, bei den Fahrzeugen in der Preisliste, dass sie am Ende ein Modell kriegen, 1:18, exakt wie das Auto ist, mit allen Details. Farbe, Felgen. Wirklich? Ja, Kennzeichen, alles. Das gehört bei uns am Ende zur Übergabe mit dazu. Wow. Wow. Ja. Okay. Ich danke. Jetzt können wir Tschüss sagen. Ja. Tschüss.